Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Heute mit dem Kapitel-Review zu One Piece Kapitel 910. Auf der Coverpage sehen wir Olumbus, der den Bewohnern, die er angegriffen hat, etwas zu essen gibt, weil sie sehr, sehr arm sind. Da ist wohl sein erster Piratenangriff ziemlich in die Hose gegangen. Einfach arme Zivilisten angreifen, da wäre Ruffy sicher nicht glücklich. Die Strohhutbande liest die Zeitung, dort steht alles über die Reverie. Alle freuen sich, dass ihre alten Freunde dort vertreten sind und es allen gut geht. Sanji schneidet gleich mal alle Frauenbilder aus und Chopper schneidet Dr. Kolea aus der Zeitung. Das Dumme an der Sache, sie schneiden die Stellen raus, wo etwas über Big Mom und Kaido berichtet wird. Vermutlich steht in Big Moms Part drin, dass sie sich irgendwohin auf den Weg macht, somit haben die Strohhüte diese Warnung aber nicht erhalten. Vielleicht ist auch etwas von dem Gespräch zwischen Big Mom und Kaido an die Zeitung geleakt, wir wissen es nicht. Nami sagt, dass die Wetterbedingungen hier echt schlecht sind. Das Wasser sieht aus wie gemalt und die Wolken haben das Spiralmuster von Teufelsfrüchten. Das Ganze ist wohl aber ein Schutzmechanismus, damit man nicht so leicht in Wano eindringen kann. Wenn wir uns das Spiralmuster der Wolken und das Wasser ansehen, könnte es ein Indiz dafür sein, dass dahinter wirklich eine mächtige Teufelsfrucht am Werk ist. Wer weiß. Plötzlich bemerken sie, dass neben ihnen ein Oktopus steht. Dies könnte eine Referenz an das Bild The Dream of the Fisherman's Wife sein, auf dem eine nackte Frau umgeben ist von Oktopussis, die sie, naja, wie soll ich sagen, sexuell belästigen. Ist das der Ursprung, warum Asiaten diesen Tentakelfetisch haben? Plötzlich tauchen Karpfen in der Größe der Sunny auf. Dies könnte eine weitere Anlehnung an japanische Kunst sein, und zwar an die Zeichnung von Hokusai. Es sieht fast so aus, als würde der Oktopus das Meer hier steuern. Immer wenn er was sagt oder bewegt, ändert sich das Meer. Ruffy hält sich an den Karpfen fest, als sie an einen Wasserfall geraten. Mit Hilfe derer, die Sunny den Wasserfall raufkommt, Problem nur, sie geraten oben an einen Strudel. Die Sunny versinkt, im nächsten Panel sehen wir die Sunny dann umgekehrt an einem Strand liegen und nur Ruffy liegt daneben. Ein Koma Inu rammt die Sunny. Das ist dasselbe mystische Tier wie auf der Zeichnung von Oda damals, wo wir Charaktere aus Wano gesehen haben. Plötzlich taucht ein riesiger Pavian auf, der den Koma Inu verfolgt hat. Und dieser Pavian hält ein Katana in seiner Hand. Ähnlich der Human Drills. Wenn wir uns das Katana ein bisschen näher anschauen, sehen wir, dass auf der Scheide des Katanas 4 einzelne Puzzlestücke sind. Wenn wir diese zusammenfügen, ergibt sich daraus in der Mitte ein X. Es sieht so ein bisschen aus wie das Muster, was der Shusui hat. Nur, dass der Shusui halt nicht aus 4 Teilen besteht, sondern eben aus 3 Teilen. Naja, das war einfach nur eine kleine Sache, die ich halt so nebenbei mal entdeckt habe. Aber gut. Das Ganze ist ein nettes Einleitungskapitel. Es ist nicht sonderlich spektakulär. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Koma Inu uns irgendwie dann nach Wano bringt. Dass die ganze Strohbande nach Wano. Was vor allem cool ist, wir haben ja diese Infos geleakt bekommen, dass in Kapitel 912 irgendwas mit Sanji passieren soll. Wird sich wohl auch alleine auf dieser Insel abspielen. Hier ist jetzt wirklich die Frage, was könnte das sein? Naja, sind wir gespannt. Wie hat euch das Kapitel gefallen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr ja, Daumen nach oben, Abo-Button drücken, Glocke nicht vergessen. Yeah, yeah. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.